Es heißt, der erste Eindruck sei der letzte. Aber was ist, wenn alles, was nach diesem ersten Eindruck kommt, schlecht ist? Diese berühmt-berüchtigten Filme haben das Interesse der Zuschauer geweckt, nur um wenige Augenblicke später zu versagen. Der dritte Austin Powers-Film beginnt mit einem solchen Knall, dass es eine Schande ist, dass der Rest des Films dem nicht gerecht werden kann. Die Eröffnungssequenz ist eine übertriebene Action-Parodie von Austin selbst mit keinem geringeren als Tom Cruise, der die dicke Brille und die 60er-Jahre-Klamotten des zotteligen Geheimagenten anzieht. Kevin Spacey taucht als Dr. Evil auf, Danny DeVito spielt Minnie-Me und Gwyneth Paltrow ist Austins Geliebte. Es stellt sich heraus, dass kein geringerer als Steven Spielberg Regie geführt hat, der auf Austins Kritik an der Sequenz antwortet, indem er einen seiner drei Oscars hochhält. Das Ganze endet mit einer aufwendigen Tanznummer während des Vorspanns, in der auch Quincy Jones und Britney Spears als Fembot auftauchen. Es zeugt von der damaligen Popularität des Franchise, dass so viele A-Promis ihre Talente für ein paar Minuten zur Verfügung stellen. Very shagadelic, baby. Yeah. In dem Film, der eine seltsame Mischung aus Goldfinger und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug ist, reist Austin Powers in die Vergangenheit, um seinen entführten Vater, den britischen Geheimagenten Nigel Powers, vor Dr. Evil zu retten. Als er im Jahr 1975 landet, tut sich Powers mit der amerikanischen Agentin Foxy Cleopatra, gespielt von keiner geringeren als Beyoncé, zusammen, um Dr. Evil daran zu hindern, die Welt mit Goldmember, einem holländischen Superschurken mit abblätternder Haut und goldenen Genitalien, zu erobern. Auch wenn der Film durchaus seine Lacher hat, fehlt der Funke aus den ersten beiden Filmen und das spiegelt sich auch in den Kritiken wider. Der Erfolg von Falsches Spiel mit Roger Rabbit inspirierte Zeichentricklegende Ralph Bakshi dazu, sich an einer Version für Erwachsene zu versuchen. Leider hatte der Mann, der mit Fritz the Cat Zeichentrickfilme für Erwachsene gemacht hatte, zu dem Zeitpunkt, als Cool World auf den Markt kam, etwas von seinem Elan verloren. Er schien auch seine Fähigkeiten als Filmemacher verloren zu haben, denn die Live-Action und die Zeichentrickelemente scheinen nur selten im selben Bild zu existieren. Der Film beginnt im Las Vegas der 1940er Jahre, wo der Veteran des Zweiten Weltkriegs, Frank Harris, irgendwie in das animierte Universum von Cool World teleportiert wird und schließlich zum Polizeidetektiv wird. Später, im Jahr 1992, wird der Animationszeichner Jack Deeps aus einer 10-jährigen Haftstrafe entlassen. Während er hinter Gittern saß, hat er den erfolgreichen Comicstrip Cool World geschaffen, der auf seinen seltsamen Träumen basiert. Jack wird in die Welt der Zeichentrickfilme gesaugt, wo er von seiner Zeichentrickfigur Hollywood verführt wird. Holly will eine echte Frau werden, indem sie mit Jack schläft, obwohl Sex zwischen Doodles und Noids streng verboten ist. Obwohl Cool World eine Art Kultstatus erlangt hat, wurde er bei seiner Erstveröffentlichung von den Kritikern durchweg abgelehnt. Nur wenige fanden Gefallen daran, vor allem im Vergleich zu der fast nahtlosen Integration von Animation und Live-Action in Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Man kann über Fast and Furious, den von der Kritik geschmähten vierten Teil des langjährigen Franchises, sagen, was man will. Aber die Eröffnungssequenz ist ein Knaller. Der Film beginnt in der Dominikanischen Republik, wo sich Dominic Toretto immer noch versteckt hält, nachdem er nach den Ereignissen des ersten Films aus L.A. fliehen musste, und ist eine Art Neuanfang nach Tokyo Drift. Mit Hilfe seiner Freundin Letty und seines Kumpels Han entführt Dom ein paar Tanklaster, indem er in seinem Musclecar neben ihn herfährt. In dieser rasanten Sequenz zeigt Regisseur Justin Lin sein Talent für die Inszenierung von aufwendigen Actionszenen, die zum Markenzeichen der Serie wurden. Aber die Dinge fallen schnell auseinander, als Dom nach Los Angeles zurückkehrt, um Lettys vermeintlichen Tod zu rächen. Obwohl es Spaß macht, Diesel wieder mit Paul Walker als ehemaligem Cop Brian O'Connor zusammenkommen zu sehen, sorgt der Plan des Duos, einen Drogenboss zur Strecke zu bringen, für wenig Feuerwerk. Zugegeben, die Fast and Furious-Reihe hatte zu dem Zeitpunkt, als dieser Film erschien, noch nicht so richtig Fuß gefasst. Erst mit dem nächsten Teil, Fast and Furious 5, wurde die Formel über Bord geworfen und der Fokus auf eine Familie von weltreisenden Verbrechensbekämpfern gelegt. In Teilen dieses Films kann man Elemente der Richtung erkennen, die das Franchise einschlagen würde. Im Guten wie im Schlechten. Aber nichts, was Lin und Co. sich ausgedacht haben, kann die haarsträubende Raubszene, mit der alles beginnt, übertreffen. Die überwältigende Vorfreude auf eine Fortsetzung von Das Schweigen der Lämmer verflog schnell, als Thomas Harris' Roman Hannibal veröffentlicht wurde. Die Gewaltdarstellung des Buches war so schockierend und reißerisch, dass Regisseur Jonathan Demme, Hauptdarstellerin Jodie Foster und Drehbuchautor Ted Talley, die alle für Das Schweigen der Lämmer mit dem Oscar ausgezeichnet wurden, es ablehnten, an der Fortsetzung mitzuwirken. Nur Hannibal Lecter selbst, Oscar-Preisträger Anthony Hopkins, hat zugesagt und Ridley Scott, Julianne Moore, David Mamet und Steven Zaillian übernahmen Regie, Schauspiel und Drehbuch.
Da es sich um einen Film von Ridley Scott handelt, ist Hannibal wunderschön anzuschauen, auch wenn der Inhalt dazu verleitet, wegzusehen. Und in der Tat gibt es viele Momente, in denen allein das schiere Handwerk einem vorgaukelt, ein Meisterwerk zu sehen. Von der Eröffnungssequenz an, in der der schreckliche entstellte Mason Verger, gespielt von einem nicht genannten Gary Oldman, den Gefängniswärter Barney nach Hannibals Aufenthaltsort befragt, erzeugt Scott ein Gefühl des Grauens und der Beunruhigung, das durch die stimmungsvolle Kameraarbeit von John Matheson, die unheimliche Musik von Hans Zimmer und das aufwendige Produktionsdesign von Norris Spencer unterstützt wird. Im weiteren Verlauf des Films kann man sich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass etwas von der Magie von Das Schweigen der Lämmer fehlt. Ein Teil des Problems ist Moores Besetzung als Clarice Starling, die FBI-Agentin, die Lecter aufspürt, während er sich durch Europa frisst. Auch wenn sie eine großartige Schauspielerin ist, kann sie die Erinnerung an Fosters ikonische Darstellung nicht auslöschen. Doch die Kritiker sparten sich ihre härteste Kritik für die Gewalt im Film auf, die selbst bei massiven Abweichungen vom Buch immer noch brutal war. Obwohl Vergessene Welt, Jurassic Park, die jüngste Jurassic World-Reihe um Längen übertrifft, wurde er dennoch als ein großer Rückschritt gegenüber seinem Vorgänger angesehen. Es ist leicht zu verstehen, warum Steven Spielberg eine Fortsetzung zu seinem Monsterhit von 1993 machen wollte, und einzelne Sequenzen erinnern uns an seine Fähigkeiten sowohl als visueller Geschichtenerzähler als auch als Actionfilmer. Der Anfang des Films ist besonders stark. Eine britische Urlauberfamilie beschließt, mit ihrer Yacht auf der abgelegenen Insel Isla Sorna anzulegen, ohne zu wissen, dass dort einige dieser genetisch veränderten Dinosaurier leben. Als die Tochter der Familie die Insel verlässt, wird sie von einem scheinbar freundlichen Compsognathus begrüßt, doch die Begegnung wird gefährlich, als ein ganzer Schwarm der kleinen Raubtiere sie angreift. Glücklicherweise überlebt sie, aber das macht das Erlebnis nicht weniger erschreckend. Nachdem Dr. Ian Malcolm im Auftrag von Dr. John Hammond auf die Insel gereist ist, beweist The Lost World jedoch, dass es wirklich keinen guten Weg gibt, eine Jurassic Park-Fortsetzung zu machen. Obwohl wir 4 weitere Versuche hatten, genau das zu tun. Während die Dinosaurier im ersten Film Ehrfurcht und Staunen auslösten, werden sie hier nur als Monster gesehen, vor denen man weglaufen muss. Angesichts von Spielbergs Regietalent sind diese Verfolgungsjagden durchaus aufregend. Doch wie Kritiker anmerkten, sind die Menschen, die weglaufen, kaum mehr als Dino-Futter. Abgesehen von Pete Postlethwaites unterhaltsamer Rolle als Großwildjäger, der auf der Suche nach aufregender neuer Beute auf die Insel gekommen ist. The trick is to get him to come where we want him. Stop-Motion-Regisseur Henry Selick schuf in seinen Animationsfilmen Nightmare Before Christmas und Coraline atemberaubende Welten. Und das gilt auch für Monkey Bone. Leider sind die Figuren, die er in diesem Hybrid aus Live-Action und Animation erschafft, nicht annähernd so fesselnd wie ihre Umgebung. Ein Teil des Problems ist Monkey Bone selbst. Der von John Turturro gesprochene Monkey Bone ist eine Cartoon-Kreation des Animators Stu Miley, dargestellt von der lebenden Legende Brendan Fraser, der von dem Knetprimaten gequält wird, als er durch einen Autounfall ins Koma fällt. Während er in seiner bizarren Fantasiewelt gefangen ist, trifft er sich mit Monkey Bone, um zu seiner Verlobten zurückzukehren und muss feststellen, dass der kleine Stinker seinen Körper benutzen will, um in die menschliche Welt zu gelangen. Bevor Stu verunglückt, bekommen wir einen Einblick in Monkey Bone als Zeichentrickserie, die ihn zu einem sehr reichen Mann machen soll. Obwohl der schlüpfrige Zeichentrickfilm in Kurzform witzig ist, stellen wir bald fest, dass ein bisschen Monkey Bone einen langen Weg zurücklegt, vor allem wenn er in Frasers Körper steckt. Die Situation entspannt sich ein wenig, als Stu in dem Versuch, sein Leben zurückzuerobern, in den Körper eines kürzlich verstorbenen Organspenders springt, der von dem urkomischen Chris Kattan gespielt wird und dessen Teile in der ganzen Stadt verteilt werden. Wäre der Mittelteil so gut wie der Anfang und das Ende, wäre Monkey Bone vielleicht ein verrücktes Meisterwerk geworden. So aber ist es eine ehrgeizige Kuriosität, die die Kritiker entsetzt und das Publikum verschreckt hat. Disneys Verbindung zu Der Zauberer von Oz reicht bis in die 1930er Jahre zurück, als Walt das Buch in eine animierte Fortsetzung von Schneewittchen und die 7 Zwerge verwandeln wollte. Doch der Nachlass von L. Frank Baum hatte die Rechte bereits an Samuel Goldwyn verkauft, der sie wiederum an Louis B. Mayer veräußerte, und der Rest ist Geschichte. Das hielt die Disney Studios nicht davon ab, ihre eigene Version der klassischen Buchreihe zu machen, einschließlich des überraschend düsteren Oz, eine fantastische Welt, und gipfelte in dem von der Kritik geschmähten Die fantastische Welt von Oz. Stop! You're hurting him. Unter der Regie von Sam Raimi spielt James Franco die Hauptrolle des Oscar Dix, eines reisenden Zirkuszauberers und Hochstaplers, der von einem Tornado aus Kansas gerissen und im magischen Land Oz ausgesetzt wird. Die Einheimischen halten Oscar für einen großen Zauberer, der gekommen ist, um sie zu retten, was er zu seinem finanziellen Vorteil nutzen will. Seine magischen Fähigkeiten werden von 3 Hexen, Theodora, Evanora und Glinda, unter die Lupe genommen, von denen jede hofft, ihn in ihrem Kampf um die Kontrolle von Oz einsetzen zu können.
Urheberrechtsgesetze hinderten Raimi daran, einige der bekanntesten Figuren und Bilder aus dem Zauberer von Oz von 1939 zu verwenden, darunter Dorothys rubinrote Pantoffeln. Der Anfang seines Films, der Oscars Anfängen in Kansas folgt, ist ein Rückgriff auf das Original, gedreht in schwarz-weißem Academy-Seitenverhältnis. Der Film ist so gut, dass man sich wünscht, er hätte die Rechte für ein offizielles Prequel und nicht für das, was aus diesem Film geworden ist. Tim Burton hatte sich bereits als einer der visuell einfallsreichsten Filmemacher Hollywoods etabliert, als er sich an das Remake von Planet der Affen wagte. Im Gegensatz zur letzten Trilogie, in der Menschen durch Motion Capture CGI in Affen verwandelt wurden, verwendete der Regisseur praktische Make-up-Effekte, die von Rick Baker stammen. Und da es sich um einen Tim Burton-Film handelt, wird auch die künstlerische Gestaltung ähnlich umwerfend sein. Wäre das Drehbuch auf dem gleichen handwerklichen Niveau, hätte der Film vielleicht wirklich etwas zu bieten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, als der Astronaut Leo Davidson eine Bruchlandung auf einem mysteriösen Planeten macht, auf dem Menschen versklavt sind und Affen die Herrschaft übernommen haben. Mark Wahlbergs Darbietung als Raumfahrer, der in den Orbit fliegt, um seinen Partner, einen Schimpansen namens Pericles, zu retten und sich dann in der Gefangenschaft intellektuell hochentwickelter Primaten wiederfindet, hat einen albernen Charme. Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan und Paul Giamatti spielen die Affen mit vollem Einsatz, auch wenn sie unter pfundweise Make-up versteckt sind. Und nicht umsonst gibt es auch einige beeindruckende Actionsequenzen. Doch im Laufe des Films bekommt man das ungute Gefühl, dass die drei anerkannten Drehbuchautoren, William Broyles Jr., Lawrence Connor und Mark Rosenthal, nicht genau wussten, welchen Ton sie treffen sollten. Am schlimmsten ist, dass das übliche Twist-Ende mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Das fertige Produkt war ein kritisches Desaster, das es nicht schaffte, ein Franchise wiederzubeleben. Und enthielt nun ja dies. Roger Moores letzter Auftritt als James Bond in Im Angesicht des Todes war ein echter Tiefpunkt für die Serie und erhielt einige der schlechtesten Kritiken der Reihe. Doch selbst der schlechteste 007-Film hat eine großartige Eröffnungssequenz, wenn auch mit einem sehr auffälligen Stunt-Double für Moore, dem man sein Alter mit 57 Jahren langsam ansieht. Bond wird nach Sibirien geschickt, um einen Mikrochip von einem gefallenen Agenten zu holen. Als er von den Bösewichten entdeckt wird, muss er ihnen ausweichen, indem er den eisigen Berg hinunterschlittert, zunächst auf Skiern, dann auf einem Schneemobil und schließlich auf einem behelfsmäßigen Snowboard, alles begleitet von dem Beach Boys-Klassiker California Girls. Nachdem er den Hubschrauber, der ihn verfolgt, in die Luft gejagt hat, steigt Bond in ein verstecktes U-Boot und macht mit der schönen U-Boot-Fahrerin Bekanntschaft. Und dann ist da natürlich noch die Eröffnungssequenz mit dem Titelsong von Duran Duran, der passenderweise Im Angesichts des Todes heißt. Später findet Bond heraus, dass der Mikrochip ein Produkt von Zorin Industries ist, das von dem schurkischen Mac Zorin geleitet wird, gespielt von Christopher Walken in seiner besten Bösewichtrolle. Zorin hat einen ruchlosen Plan, um der weltweit führende Mikrochip-Hersteller zu werden, indem er das Silicon Valley auslöscht, unterstützt von seiner Handlangerin Mayday. Zu diesem Zeitpunkt in Moores Serie war die Serie so kitschig und leichtgewichtig geworden, dass es schwierig war, irgendetwas ernst zu nehmen. Obwohl eingefleischte Fans immer noch für diesen Film eintreten werden, war klar, dass ein massiver Neustart notwendig war, um die Serie am Leben zu erhalten.